Hallo, grüß euch. Bin die Martina von fräuleinerdbeerlieb.at und ich bin voll glücklich, dass ihr heute wieder da seid. Wir sind bei Tag 5 unserer Projektreihe, ein Set 5 Tage und 25 Ideen. Die letzten 4 Tage haben wir euch ja schon Projekte mit der Produktreihe Abstrakte Schönheit von Stampin' Up! Gezeigt. Ich zeige euch nochmal ganz kurz. Das sind die Stanzen. Da ist das wunderschöne Designerpapier. Die Stempel sind auch nicht so schlecht. Stempelgröße heißt das. Wir schauen mal, ob ich da an der Kamera bin, ob ihr überhaupt was seht. Genau. Es gibt auch noch Ephemeras, ein paar von mir da. Und Hexagon. Schmucksteine. Zum Beispiel, da habe ich es schon verwendet. Das war die Box vom Montag. Eine Hexagon-Box. Die habe ich mit den Stanzen gebastelt. Ja, was habe ich noch gemacht die Woche? Küsschenverpackungen. Die gehen so auf. Da passen drei so seitlich rein. Mancherie oder Küsschen. Dann habe ich euch noch Karten gezeigt, die ich jetzt gar nicht mehr da bei der Hand habe. Aber ja, heute gibt es auch wieder eine Karte. Und ich habe gedacht, ich zeige euch einfach mal von Anfang bis zum Ende, wie ich mir das überlegt habe bei dir. Ja, also. Ein bisschen was habe ich vorbereitet, weil ich nicht so viel da neben euch stanzen wollte. Ich habe mir, das ist die zweite oder die dritte, das ist die dritte Größe von den Hexagons. Weiß nicht, ob ihr das seht. Ich habe mir da einfach ein paar weiße aus einem Schmierpapier ausgestanzt. Und ich möchte nämlich so eine Art Patchwork, ja, Patchwork-Karte machen, sagen wir es so. Und ich will aber, dass das auch ein Hexagon ist. Jetzt muss ich schauen, ob ich wohl, da ist der Rest. Genug Hexagons da hab. Und ich zeige euch jetzt genau, wie ich das mache. Also ihr schneidet euch, ihr stanzt euch einfach ein paar aus dem Schmierpapier aus und es geht dann doppelt. Also ihr könnt das Papier doppelt nehmen, dann braucht es nicht so oft durchkurbeln. Und dann nehmt euch wieder ein Schmierpapier. Ich habe das jetzt einfach da so ein weißes. Ich hoffe, ich bin im Bild. Ich werde mal ein bisschen ranzoomen. Und dann legt ihr euch. Ich zeige euch mal, wie es ausschauen soll. Es soll dann so ausschauen. Das habe ich schon vorbereitet, aber ich will euch das von Anfang an zeigen, wie das funktioniert. Ihr legt euch einfach. Na, ich hätte vielleicht an. Ich nehme ein anderes farbiges Papier. Sonst sieht man weiß auf weiß hier gar nicht. Achtung. Ich nehme da so einen braunen Ton, da sieht man das, glaube ich, besser. Also irgendein Schmierpapier. Und dann legt ihr euch einfach diese Hexagons auf. Ja. Und dann, ihr könnt das auch, wenn ihr wollt, mit ein bisschen Kleber fixieren, damit das nicht verrutscht. Ihr müsst das nur einmal machen, damit ihr die Schablone so gesehen habt, gell? Genau, so schaut es aus. Seht's? Und dann könnt ihr da einfach mit dem Bleistift nachfahren. Ich mache das jetzt geschwind im Schnelldurchlauf. So. Und jetzt hat man da diese Vorlage und das kann man mit dem Papierschneider oder mit der Schere, wie man will, einfach ausschneiden. Nehme da also einfach den Papierschneider und schneide mal grob. Und dann kann man mal die geraden Linien einfach schauen, dass die in der Rille vom Papierschneider sind. Einfach mal schneiden. Also da passt's, da passt's. Genau. Und dann legt man sich das einfach an. Man muss da halt einfach genau arbeiten. Das heißt, ich lege mir das da rein, schau, wo ist da mein Anfang und schneide das dann. Wer möchte, kann das natürlich auch mit der Schere machen. Aber im Prinzip schneidet man sich dann einfach das so aus.
Und wenn man das ganz genau macht, passen die Sechsecke, die man vorher ausgestanzt hat, auch ganz gut darauf. Und wenn man sich jetzt da die Hexagons drauflegt, passt das ganz genau. Ja, ihr versteht, was ich meine. Genau, und nachdem das jetzt ja nur das Muster ist, nimmt man sich jetzt am besten, es kommt darauf an, was für ein Farbkarton. Ich habe ja meine Hexagons, meine Sechsecke schon vorgestanzt. Das sind die Farben, die ich verwenden möchte. Und ja, genau, man übertragt das einfach auf ein Stück Farbkarton. Das heißt, ich nehme da jetzt Grundweiß. Und so wie da, habe ich schon gezeigt, nimmt man das dann einfach doppelt, fährt nach mit der Schablone und kann es dann einfach ausschneiden. Und das machen wir jetzt. So, und jetzt schaue ich, wie lang war das. Das habe ich jetzt natürlich nicht nachgeschaut. Bei mir sind es 25,4 und das nehme ich jetzt einfach in die Hälfte. Das heißt, bei 12,7 sollte das passen, aber ich kontrolliere das lieber nochmal. Ja, das passt gut. 12,7. Dann faltet man das gut nach. Und dann legt man sich das einfach da so auf. Ja, man muss schauen, dass die Falz natürlich bei der Falz ist. Und man nimmt den Bleistift wieder und macht natürlich ganz dünne Bleistiftstriche. Und da noch. So, und jetzt können wir das, wie gesagt, entweder mit dem Papierschneider oder mit der Papierschere einfach schneiden. Da müsst ihr halt aufpassen, es ist jetzt natürlich doppelt, gell? Das ist jetzt der Kartenrohling. Das heißt, vorsichtig und am besten kleine Schnitte. Mit kleinen Schnitten schneidet man gerader und schöner. So, jetzt ist mein Kartenrolling fertig und man kann sich das jetzt dann einfach da so drauflegen. Man muss halt einfach schauen, entweder man kann ja das so machen, dass man ein bisschen weißen Rand lässt. Ich habe das jetzt einfach mal mir diese Farben ausgesucht, weil ich finde das... Schaut ja echt nett aus mit dem, mit der Farbwahl, mit den Farben da. Was man natürlich auch machen kann, dass man da in der Mitte dann etwas Größeres nimmt. Oder man lässt es frei, man nimmt was Weißes und stempelt es drauf und erhöht das mit der Menschenals. Oder man stanzt sich die Mitte einfach aus. Das geht natürlich auch und hat dann ein bisschen ein Guckloch. Ich werde das wirklich zuerst ausstanzen. Ich glaube, das gefällt mir ganz gut. Oder? Was meint ihr? Ach, ist ja jetzt kein Live, kann ich euch gar nicht fragen. So, ich habe das jetzt ausgestanzt, das Fenster. Und ich werde mir da jetzt ein bisschen Fensterfolie holen. Da ist diese transparente Folie und die schaue jetzt an, welche Größe wir da jetzt haben. Das war das, die normale Größe, das heißt, es muss ein bisschen größer sein. Genau, ich stanze das noch aus dieser Größe. Und dann stanze ich noch eins in rosa zum Drüberlegen, zum Verdecken vom, als Rand innen dann zum. Ach, das zeige ich einfach. Ich stanze das mal.
So. Jetzt kann ich euch das zeigen, wie ich das gemeint habe. Also, das kommt ja dann da so rauf, bin ich im Bild, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Und dann kann man das da hinten ein bisschen verdecken. Die Klebestreifen oder so vom Acetat, die ich geklebt habe. Genau. So, aber jetzt müssen wir uns erstmal stempeln. Und dafür nehme ich natürlich schwarze Stays an, weil das ist wasserfest und ein bisschen wischfest. Und ich werde zuerst Probe stempeln. Auf dem kleinen Rest ein bisschen Probe stempeln, damit ich weiß, dass das funktioniert, bevor ich mir da das Hexagon, das gestanzte Schirch mache. So. Ja, funktioniert. Sehr gut. So, dann lege ich mir das da aber schon ein bisschen rein. Und ich fixiere mir das da mit ein bisschen. Ich tue das ein bisschen ab. Entkleben. Und ich nehme natürlich wieder eine Moosgummi-Unterlage, damit der Stempelabdruck schön ist. Und dann nehme ich, wie gesagt, Stays on. Das funktioniert ganz gut bei so glatten Oberflächen. Ja, genau. So, und ich lasse es jetzt aber, ich tue das jetzt wieder runter, damit das ein bisschen trocknen kann. Und klebe derweil alles andere. Ich möchte das jetzt eigentlich ungern da schnell kleben und dann ist es vielleicht verhaut. Genau, aber wir haben ja unsere anderen bunten Hexagone, Sechsecke. Und jetzt werde ich die endlich ein letztes Mal positionieren und dann kleben. Seht ihr eigentlich, wie schön die Folie. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich filme heute mit einer anderen Kamera. Also sollte der Ton oder das Bild komisch sein, bitte Bescheid geben. So, und das kleben wir jetzt einfach mit Flüssigkleber, hätte ich gesagt. So, ich habe keine Ahnung, wie weit ihr da jetzt mitgeschaut habt. Die Kamera war irgendwie aus. Aber ich habe da unten jetzt, ja blöd, gell, machen wir so, das schon draufgeklebt. Dann schaut das Ganze so aus. Ja, ich werde... Seht ihr das? Gut. Ja, genau. Und jetzt mache ich da hinten, habe ich ja meinen Rahmen. Den habe ich ja geschnitten, gestanzt und den klebe ich mir jetzt einfach da so drüber. Ich glaube, das gefällt mir ganz gut. Dann ist es nicht ganz so nackt da mit der Folie. Und dafür nehme ich wieder das Abreißklebeband und klebe einfach mal rundum und um. Und genau wie vorher, tue ich mit dem Falzbein einmal gescheit drüber, damit das gut haftet. Und dann klebe ich das an. So, ist das jetzt gerade? Weiß nicht. So. So schaut das jetzt aus. Jetzt habe ich da schon wieder irgendwo Kleber drauf gekriegt. Mein Gott. Gut, dass wir einen Kleberradierer haben. Wenn ihr keinen Kleberradierer habt, ihr könnt euch gerne melden. Ich habe noch ein paar auf Lager. Und ich werde da jetzt noch ein goldenes Schmetterlingchen. Matt-Messing sind die ja. Die sind ja nicht gold, die sind matt-Messing. Dafür bin ich gar nicht so. Leider sind meine da drinnen. Die sind irgendwie von der Folie runtergegangen, so schlimm. Und jetzt habe ich sie einfach da so hingehen. Das machen wir da einen her. Und da heroben.
Und dann nehme ich noch ein bisschen goldene Kordel. Da gibt es in Silber und in Gold. Und Gold habe ich ja schon die ganze Zeit voll verwendet. Wenn ihr euch erinnert, ich habe da jetzt überall ein goldenes Schleiferl dazu getan. Das passt einfach super, das harmoniert ganz toll. Und jetzt klebe ich das. Und dann klebe ich die Schleife aber aufs Papier und nicht auf die Folie, weil sonst sieht man den Klebepunkt hier von unterhalb durch. Ich klebe den genau da so her, das Schleifchen. Ich nehme den einfach mal in der Hälfte, roll den so ein bisschen zusammen und klebe ihn direkt aufs Papier und dann schaue ich, wo das da so ist. So, das gefällt mir eigentlich. Genau, fertig sind wir. Innen kann man natürlich noch einen Aufleger von einem anderen Papier reinkleben, damit es ein bisschen schöner ausschaut. Aber ich glaube, ich lasse das heute so. So, ich zoome jetzt mal raus ein bisschen. Fertig. Ich hoffe, die Karte gefällt euch. Das war mein letztes Projekt für ein Set 5 Tage 25 Ideen mit der Projektreihe Abstrakte Schönheit. Ja, es war eine tolle Woche, viele kreative Ideen. Wenn ihr wollt, schaut gerne noch auf meinem Instagram-Feed vorbei oder auf meinem Blog. Da habe ich noch das Gewinnspiel verlinkt. Das geht noch bis Sonntag. Ihr könnt euch Lose verdienen. Ich blende das aber auch nochmal ein. Und Hauptgewinn ist ein Produktpaket nach Wahl, aber es geht keiner, der mitmacht, leer aus. So schaut es definitiv am Montag nochmal vorbei auf meinem Instagram-Account und auf meinem YouTube-Kanal. Und ja, wie gesagt, wenn ihr was bestellen wollt, sagt mir Bescheid. Das ist alles im Mini-Katalog von Stampin' Up! Enthalten, der ja bald ausläuft. Also, wer noch etwas haben möchte, bitte gern. Der Jahreskatalog läuft auch aus. Das heißt, in Colors bitte Bescheid geben, wer noch Abendblau, Magenta, Hummelgelb, Zimtbraun oder Aventurin, das ist dieser schöne Grünton, der da drinnen ist, das da haben möchte, bitte Bescheid geben. Ja, habt ein wunderschönes Wochenende, ich freue mich aufs nächste Mal und bis bald.